Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2. So, wir bauen jetzt mal die Farm. Und zwar bauen wir die nicht so einfach, denn wir müssen jetzt 5 freilassen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier wäre theoretisch die Farm. Hier würde sie anfangen. Das, wie gesagt, ist die Mitte. Und die Dinge ist 4x4. Das heißt so. 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 Das wäre der Farmblock an sich. Die Größe. Das hier andere wird alles Farmland. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der würde bis da rangehen. Hier nicht. Oder ich mache die einen weiter rüber. Dann wäre da... Ja, ich mache die, glaube ich, noch einen weiter rüber. Ja. Dann haben wir da hinten nämlich einen frei. Eine Reihe. Dann mache ich die lieber hier hin. Dann hätten wir nämlich da einen frei, hier. Dann hätten wir hier so einen kleinen Rand drum. An der Seite, an den Wegen. Das passt. So. Jetzt kommt das Lustige. Das Dingen. Müssen wir jetzt unten im Prinzip bis nach unten ziehen. Das wird die Ebene sein. Die letzte, die vierte. Das heißt, für uns, wir werden jetzt unten die Plattform erweitern. Bis in die Richtung. Also auf jeden Fall in die Richtung. Bis wir da sind. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden jetzt ganz viel Holz mitnehmen. Die Farmblöcke lassen wir mal erst da und das Kupfer. Wir nehmen jetzt Holz mit ohne Ende. Und bauen jetzt da unten im Endeffekt bis da hinten hin. Was nicht so weit ist tatsächlich, wenn man so guckt. Also es hält sich in Grenzen, sagen wir es mal so. Hätte weiter sein können. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Ist aber nicht so das Problem. Aber das machen wir uns natürlich. So, der Herr Breit. Brauchen wir mal wieder. Er leckt zwischendurch immer, ey. Warum auch immer. So, wir sind auf jeden Fall drunter. Was gut ist. So, jetzt machen wir F7 natürlich wieder an, weil wir müssen jetzt noch ein paar Fackeln stellen hier. Ist ja klar. So, was wir jetzt machen müssen, ist hier. Ich weiß gar nicht mehr, warte mal, war das bis da? Nein. Okay, ist er. Wohl, ne, das Teil kann, glaube ich, zubleiben. Weil das Ding an sich, das kommt da drüber. So, wir machen jetzt hier drunter auf. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Teil im Endeffekt aufgebaut wird. Da wird jetzt einige Zeit ins Land gehen, weil der Teil, das ist nicht so einfach aufzubauen. Mir fällt gerade ein, wir brauchen gar keine Farmblocks, ne? Ach nee, brauchen wir ja gar nicht. Boing. Wir brauchen gar keine Farmblocks, wir brauchen nur Bricks. Stimmt. Aber wir brauchen trotzdem 64 Farmblocks, weil 4x4. 4x4x4. Das brauchen wir auf jeden Fall noch welche. So oder so. Wir brauchen ja nur Wix dafür. So, dann gehen wir mal kurz nach oben. Holen ein paar Sachen. Vor allem müssen wir noch Steine brennen, weil wir brauchen Wix gleich. Holz kann weg erstmal. Ups, ich habe irgendwas anderes, genau. Dann nehmen wir mal die Farmblöcke schon mal mit. Holz kann weg, habe ich gesagt. Dirt kann da rein oder da. Da ist Dirt. Das Gelumpe kann auch noch weg. Das auch erstmal. Obwohl, da brauchen wir gleich noch. Aber die Golden, die brauchen wir gleich auch.
So, Steine, genau. Wir schmeißen mal einfach ein paar hier rein. Weil die brauchen wir gleich sowieso. So, wir fangen jetzt mal an. So, ganz wichtig, oben würde ich immer Farmblöcke hin tun. Ihr müsst bedenken, da wo ihr die hinmacht, der oberste Layer, da kommt die Farm hin. Das werde ich auch gleich auch zeigen, was ich meine. So, die kommt nicht ganz am Boden, da müsst ihr bedenken, denn die wird nur 4x4, das heißt so hoch. Wir machen jetzt erstmal den Rahmen. Was sowieso nicht reicht, weil wir noch mal so viele Steine haben. So. So ungefähr ist die. So hoch. Das heißt, die hängt natürlich ein bisschen in der Luft. Ist jetzt nicht so tragisch. Natürlich nicht. Warum auch? Jetzt fehlen auf jeden Fall Farmblöcke. Wir müssen auf jeden Fall einen Controller reinmachen. Control. Logisch. Wir müssen eine Gearbox da reinmachen. Das ist der Strom. Der kommt hier, ich würde fast sagen, hier so an der Seite. Hier. So, dann haben wir die Valve, das ist Wasser. Die kommt hier an die Seite. Und dann haben wir natürlich noch die Hatch. Die Hatch, die können wir, ich würde sagen, einfach mal da vorne klatschen. So, die ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Sie steht doch da. Must be at least 3x4x3. Das ist die kleinste. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt viel mehr Farmblöcke machen. Freunde der Sonne. Viel mehr Farmblöcke. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch, ich glaube, 32, ne, mehr. Wenn wir 62 brauchten, auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Farmblöcke. So, das heißt, wir machen jetzt noch, ich würde sagen 40. Wir probieren es einfach mal. Glas sollte genug drin sein. Gucken wir mal, 32. Das wird aber immer noch nicht reichen. Glaube ich nicht. Sagen wir so. 6 könnte ich noch machen. Wir brauchen Slabs und Stone Bricks wieder. Schlaps und Stone Bricks. Stone Bricks kann ich so machen. Ist nicht das Problem. Und Schlaps muss ich hier machen. So, 42. Passt. Das brauchen wir wieder ein bisschen Kupfer. Wie gesagt, das ist natürlich sehr ressourcenfressend, ne? Das, die Dinger zu machen. Das ist so. Das könnte jetzt sogar reichen, tatsächlich. Weil 64 braucht man eigentlich. Die ist natürlich nicht hohl. Muss man auch dazu sagen. Ich glaube, das reicht sogar tatsächlich. Jo, ist fertig. Ihr habt da jetzt gesehen, Multiblock ist da. So, wir haben Managed Auto Arboretum. Warum haben wir Managed Auto Arboretum? Achso, weil er voreingestellt ist, glaube ich. So, das ist die Farm. Im Endeffekt kann man jetzt hier, da muss man Fertilizer reinmachen. Fertilizer ist Appetite. Aus Appetite macht man Fertilizer. Fertilizer, da, den hier. Da, Appetite und Sand. Den kann man hier reinfüllen. Dann natürlich Wasser, was wir gleich als erstes machen. Ich wusste gar nicht, dass die auf vorigen Stelle auf Managed Arboretum ist, tatsächlich. Was für Scheiß. Das ist gut, für uns, auf jeden Fall. Weil dann brauchen wir jetzt keinen Wilden machen hier. So, wir müssen auf jeden Fall noch Bricks haben, denn ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit den Layer bauen. Die kommen auf jeden Fall erstmal weg. Ach hier, mir fällt gerade ein, ich hätte die einen tiefer setzen sollen. Ich muss die einen tiefer setzen. Warum, werde ich euch noch sagen oder zeigen, denn wenn ich die so lasse, dann macht er da oben drauf Erde und das ist natürlich doof. Deswegen machen wir die einen tiefer.
ist auch kein Beinbruch. Schnell gemacht. Da die ja drüben unten nicht auf dem Boden liegt. So. So, das heißt aber auch, dass der ganze Schmuh hier weggerissen wird. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine. Die muss auf demselben Layer sein. Das heißt, dieselbe Höhe wie die. Müssen jetzt Stone Bricks gemacht werden. Denn das ist das Teil, was im Endeffekt diese triggert. So, wir bauen jetzt hier noch einen Layer unten drunter. Dann haben wir im Endeffekt dasselbe nochmal, nur ein tiefer. So, zack, ist immer noch dran. Und jetzt haben wir im Prinzip einen nur höher gebaut. Jetzt brauchen wir natürlich einen Arsch voll Bricks. Es ist so. So, ist er schon einmal durch? Ja. So, das heißt nochmal dasselbe, denn wir brauchen jetzt viele. Ich glaube, 2-3 Stacks brauchen wir bestimmt dafür. Und das ist jetzt auch eine Heidenarbeit, die wir jetzt haben, weil wir müssen jetzt den Boden abreißen und halt neu bauen. In der Hinsicht. So. Aber dann haben wir im Prinzip die erste automatische Farm für uns. Holz ist natürlich erstmal am wichtigsten, weil das im Endeffekt unser Kohlelieferant ist. Achso. Ja, vielleicht brauche ich auch das Bricks. Wäre natürlich geil. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man jetzt unbedingt das Material nehmen muss, woraus die Farmblocks bestehen. Ich mache das tatsächlich immer. Denn, ihr wisst, Farmblocks gibt es in mehreren Varianten. Es gibt sie in Bricks, es gibt die hier in Claybricks, in Sandstein gibt es die, in Netherbricks und so weiter. Das kann man alles möglich machen. Ich weiß aber jetzt nicht, was ist. Ob das jetzt wirklich ausschlaggebend ist, ich habe keine Ahnung. Das habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. 3, 4, 5, genau, da war ja einer frei sowieso. So, und dann bauen wir jetzt hier natürlich unsere kleine Farmfläche auf. Ja, so nicht. Ich finde Bricks sehen echt eigentlich immer cool aus. So Bricks, Weathered Bricks gibt es ja noch und Cracked Bricks und so, was weiß ich. Gibt da so viele Sachen, verschiedene. Schon cool. So, dann machen wir hier dasselbe, 5 in der Richtung. 4, 5. Genau dasselbe. Und dann kommen natürlich diese, ich sag mal, angewinkelten Schrägen. In Minecraft, ne? Schräg ist halt in Minecraft was anderes. Ist halt ein bisschen treppenförmig. Könnte man auch so sagen. Ich finde die Forestry Farm tatsächlich relativ cool. Die haben eine coole Funktion. Die sind cool gemacht. Ich fand die früher aber cooler. Tatsächlich. Früher gab es, ich weiß nicht, wer Forestry noch kennt von früher. Wo diese Farmen gab, wo du im Prinzip einen Block hattest und der umrum im Endeffekt Sachen aufgebaut hat. Also Erde und dann hat er da halt Sachen gepflanzt, gebaut, Bäume, was auch immer. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, die alten Farmen von Forestry. Die fand ich richtig cool, tatsächlich. Muss man leider sagen, fand ich richtig cool. Die sind auch cool, natürlich. Aber wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, sehr schwer zu handeln. Also die sind nicht leicht. Also leicht schon in dem Sinne zu machen, zu verstehen. Aber sie sind auch sehr, sehr kostenintensiv. Die neueren Farmen, die hier. Die Multiblock-Farmen nennen wir sie so. Okay, ich habe eine Linie vergessen. Natürlich, wie immer. Irgendwas ist ja immer. So, und solange der da noch am Butzeln ist, mach ich mal hier weiter.
Packen wir mal kurz alles weg hier, was wir nicht brauchen. So, das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich erstmal kurz nachgucken. Wie war das? Immer einen. Okay. Das heißt, immer einen weniger. Oder? Das habe ich gesehen, ne? Einer bleibt stehen, dann bleiben zwei stehen, dann bleiben drei stehen, ja. Also, einer bleibt stehen. Dann bleiben zwei stehen. So. Einer bleibt stehen. Und dann bleiben zwei stehen. Also so. Muss das sein. Einer bleibt stehen. Zwei bleiben stehen. Drei bleiben stehen. Und dann bleibt wieder nur einer stehen. Ja. Ja, genau. So ist es. Richtig. Einer. So. Du gehst mal weg, weil da kommt jetzt dann so einer hin. So. So, und hier wieder dasselbe. Einer bleibt stehen. Zwei bleiben stehen. Ist halt schräg. Ne? Schräg gemacht. So, dann kommen die immer kurz weg. Und im Endeffekt, wenn ich gleich da Strom drauf geben würde, müsste das eigentlich schon funktionieren. Dass er hier Erde hinsetzt. Ich glaube, das macht er sogar automatisch. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber es könnte gut sein. Ich glaube, das ist auch ein relativ cooles Teil, um extra Erde zu kriegen. Umsonst Erde. Um genau zu sein. Ich glaube, der holt die nämlich, der plantet die einfach so. Ohne, ich weiß nicht, wie es hier ist, besser gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht so ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er die Erde so plantet. So, und jetzt kann ich hier die Sachen einfügen. Zumachen. Ist ja relativ easy. Einfach das Ding hier folgen. Und dann war es das mit der Farm tatsächlich schon. Das ist die Farm. Das ist die drittgrößte. Die 4x4x4 Farm. Wie gesagt, die größte ist die 5x5x4. Also 5x5 ist dann halt die Grundfläche. Ist 5x5 dann. Das ist die größte von allen. Das ist die drittgrößte. Also die mittlere. Es gibt noch eine 5x4. Und ja. Das ist die Farmfläche. Und jetzt, wenn wir Strom anschließen, so wie Wasser, müsste es eigentlich sogar schon funktionieren. Fertilizer, klar, das kommt dann. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir Strom und Wasser, wenn wir noch genug Kabel haben. Strom, das könnte sogar passen, tatsächlich. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es rausfinden. Wir machen erstmal Strom. Strom kommt natürlich an die Gearbox. Wir sammeln mal kurz hier den ganzen Schmuh ein. Weil die Erde, gerade die Erde will ich behalten, natürlich. Muss nicht alles über den Jordan fliegen hier. So, die Gearbox ist Strom natürlich. Das sieht sogar gut aus. Tatsächlich. Vom Kabel her. Ja, das passt. Also strommäßig haben wir schon mal. So, no fertilizer, ist klar. Jetzt brauchen wir Wasser. Den kriegen wir hier. Rein. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich hoffe, das reicht. Tatsächlich. Ich glaube nämlich eher nicht. Nee, einer. Na egal. Können wir gleich noch einen bauen. Fertilizer brauchen wir auch noch. Und da brauchen wir natürlich Saplings. Aber erstmal Fertilizer. Fertilizer haben wir tatsächlich ja noch hier irgendwo drin. Da, 37 Stück. Wir brauchen noch Fluid Ducts. Fluid Duct. So. Da brauchen wir Copper Plates. Zwei Stück. Na gut, kriegen wir hin. Machen wir eben schnell. Ich will auf jeden Fall gucken. Ich will euch die auf jeden Fall nochmal kurz zeigen. So wie die aussieht.
Noch kurz ein paar Copperplates. Lass mich kurz raus hier. Na, Forestry auch schon fast durch tatsächlich, weil Forestry an sich ist die Farm mit das Wichtigste. Ist so. Die Farm und Bienen. Bienen ist aber hier nicht so groß geschrieben in dem Modpack. Deswegen Farm ist so mit das Wichtigste bei Forestry. Ich finde auch, wir sind selber relativ gut weit jetzt schon. Also, was die ersten Tier-Mods angeht. Weil Industrial Curse sind wir ja auch schon bei den Advanced eigentlich. Da können wir auch schon die Advanced machen. Und wir haben ja hier auch schon Automatisierung. Das finde ich halt cool. So, wir brauchen zwei davon. Ich finde es cool, dass wir auf jeden Fall schon mal die automatische Waschanlage im Prinzip haben. Wir haben Wasserräder auch schon. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müsstet ihr eigentlich auch Wasser kriegen. Ja. Gut, dann brauchen wir jetzt noch Fertilizer. Fertilizer habe ich. Haben wir. Haben wir auch rein. So. Die Frage ist... Der wird jetzt natürlich keine Saplings haben. Jetzt machen wir einfach so was zu essen haben hier. Das müssen wir kurz mal was beißen und dann gehe ich mal kurz schauen, was der jetzt braucht. Aber erstmal hier was beißen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Erde selber braucht. Brauchen wir Erde dafür? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde es ausprobieren. Aber erstmal holen wir uns jetzt Saplings. Wir holen uns Oak und Spruce erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir Erde da reinmachen müssen. Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir Erde da rein tun? Jo, müssen wir. Okay. Ach so, aha. Genau, das ist nämlich dann Humus, ist das. Okay, dann holen wir mal die Erde hinten. Und dann geht's rund. Weil wir haben ja ein bisschen Erde drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass der nur verschiedene Saplings macht. Na, hau rein. Und los. Wir können da nur Spruce nehmen, ist ja scheißegal. Erstmal. Ja. Was sagt er? Geil, wa? Wir sollten doch tatsächlich hier, okay, das können wir zumachen, so wie es aussieht, oder? Scheint so. Dann machen wir das zu. Und auf Lauf, da wächst schon direkt einer. Machen wir mal Licht hin. Der sollte den eigentlich abbauen. Ich hoffe, dass das geht. Ich weiß es gerade. Auf jeden Fall, wir sind da Bäume gewachsen. Eigentlich sollte der die abbauen. Der Manual? Ne, Manage steht doch da. Ah, da kommt's. Da kommt's! Das ganze Holz. Und das ist eine Menge, was da rauskommt. Ich glaube, wir werden nie wieder ein Holzproblem haben.
brauchen natürlich einen Filter. Oder besser gesagt, wir müssen natürlich Draw haben, klar. Wir brauchen aber auch ein Rückführungsteil, wo die Saplings wieder zurückgebracht werden. Denn die Saplings an sich, die braucht er ja selber wieder. Deswegen müssen wir natürlich schauen, dass wir die Saplings immer wieder zurückbringen. Ich kann überlegen, wie ich das mache. Das heißt, ich müsste zwei Hedges haben. Einmal eine Retriever dran, wo die Saplings reingemacht werden. Einmal eine Servo, wo das Holz rausgepumpt wird. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt erstmal so laufen. Nächste Folge machen wir dann weiter mit der Farm. Sie läuft auf jeden Fall, wie ihr seht. Das heißt, wir haben unsere... Ich wollte genau Strom mal ganz kurz noch gucken. Strom sieht gut aus, perfekt. Also es ist nicht... es geht nicht runter. Und ja, ne? Wir haben hier eine automatische Baumfarm jetzt. Von Forestry. Läuft, würde ich sagen. Ich denke mal, wir werden nie wieder ein Problem mit Holz haben. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2. Tschüssingen.